Alexandra Susanne Wittgenstein-Berleburg nach der Trennung vom Ehemann, neu verliebt in einen Grafen. Ein bewegtes Jahr für Alexandra Susanne Wittgenstein-Berleburg. Erst starb ihr Vater, dann gab sie die Trennung von Ehemann Jefferson bekannt und nun soll sie frisch verliebt sein. Jetzt kann sie endlich wieder lächeln. Wie die dänische Seite Billedbladet.dk berichtet, soll Alexandra Susanne Wittgenstein-Berleburg, 46, neu verliebt sein. Die Tochter von Dänemarks Prinzessin Benedikte, 73, soll demnach mit Graf Michael Ahlefeldt-Lauwig von Egeskov, 52, zusammen sein. Der Däne hat sich auch schon zu seiner neuen Liebe geäußert und sagte der ILU, wir sind sehr, sehr glücklich. Es fühlt sich wirklich gut und sehr schön an. Sowohl Graf Michael als auch Alexandra haben sich von ihren Ehepartnern getrennt. 2016 ließ sich der 52-Jährige von Carolina S.O. mit /Eborg scheiden. Im März verkündete Alexandra die Trennung von ihrem Mann Jefferson von Pfeil und Klein Elgut. Hintergrund: kurz vor der Trennungsmeldung erreichte die Familie ein anderer Schicksalsschlag, Prinz Richard 82, Alexandras Vater, verstarb. Er wurde am 21. März in Berleburg beigesetzt. Nicht nur das dänische Königshaus war zahlreich vertreten, sondern auch Königin Silvia von Schweden, 73, war eigens mit Tochter Madeleine, 35, nach Deutschland gereist. Die trauernden Royals seht ihr im Video unten. Nun scheint das Jahr doch noch ein versöhnliches Ende für Alexandra zu finden. Ein gemeinsames Bild des neuen Liebespaars seht ihr im Video ganz oben.